Johannes bei Promibich Brota, so übel ist es für Jeliz. Tobt Jeliz Kock, 24, etwa vor Eifersucht? Seit einigen Tagen verweilt ihr Schatz Johannes Haller, 30, bereits im Promibich Brota Container. Für den Segelfreund vom Bodensee handelt es sich nach seiner Teilnahme bei den Flirtformaten Die Bachelorette und Bachelor in Paradisa um seine erste Reality-Sendung ohne Kuppelambitionen und das ist auch gut so. Gegenüber Promiflass verriet sein Rosenbruder Niklas Schröder, 29, das einstige Bachelor-Bar besteckt die TV-Präsenz ihres Liebsten nicht so leicht weg. Ganze zwei Wochen lang muss die 24-Jährige auf ihren blonden Sonnyboy verzichten und kann ihn nur auf der Mattscheibe bewundern, für die Make-up-Artistin eine Qual. Es ist die Hölle für mich. Aber das ist jetzt seine Chance zu beweisen, wie ernst er es meint, verriet sie dem Moderator Jochen Bündel, 50, bei Bich Brota die Latte Night Show. Das kann auch der Bestbody ihres Lieblings bestätigen, zwei Wochen das wird hart für Jeliz, plauderte Nick im Promiflass Interview beim Audi Ascot Rennen in Hannover aus. Seine Freundin Jessica Neufeld, 24, mit der Jeliz bei der Bachelor um das Herz des amtierenden Rosenkavaliers Daniel Wülz, 33, buhlte, stimmte zu. Für die beiden sei es schon eine echte Herausforderung, wenn sie sich zwei Tage lang nicht sehen, kaum vorstellbar, was das befreundete Pärchen gerade durchmache. Zu lachen hat die brünette Beauty jedenfalls nichts. In ihrer Instagram-Story behauptete sie zwar, sie freue sich jeden Tag aufs Neue darauf, ihren Schatz im Fernseher zu sehen, die Realität dürfte jedoch etwas anders aussehen. Mit Katja Krasavis, 22, und Sophia Vegas, 30, wohnen nicht nur zwei sehr leicht bekleidete Mitbewohnerinnen in der Promi-WG, vor allem die Ex-Love Island-Kandidatin Katrin Schulze, 25, dürfte Jeliz ein Dorn im Auge sein. Wie Johannes selbst zugab, lief bei den beiden in der Vergangenheit etwas,